So, jetzt kommen wir zur Anwendung der ganzen Logarithmiererei und Umformerei von irgendwelchen verrückten Gleichungen. Das brauchen wir letzten Endes. Das braucht ein Biologe, wenn er zum Beispiel sich an Bakterien orientiert und sagt, ein Bakterium teilt sich innerhalb eines Tages zu zwei Bakterien und diese teilen sich wieder innerhalb des nächsten Tages. Oder ein Banker sagt, ich habe eine bestimmte Zeit lang Geld deponiert und bekomme Zinsen dafür. Was ist, wenn ich das Geld liegen lasse? Oder der Atomphysiker sagt, jetzt habe ich hier Uran liegen und das Uran zerfällt mir innerhalb von, man sagt auch Halbwertszeit, das zerfällt mir zur Hälfte in dies und das und so weiter und so fort. Es gibt zig Anwendungen dafür und darauf gehe ich jetzt gleich ein. So, technische Frage geklärt und ich erläutere das jetzt mal anhand des Biologen. Der Biologe sitzt also da und sagt sich, naja, wie lange dauert das? Nach einem Tag habe ich zwei, nach dem nächsten Tag habe ich vier Bakterien, dann wachsen die innerhalb des Tages wieder heran. Also innerhalb einer gewissen Zeit teilen die sich. Tja, jetzt könnte man sagen, naja, hier in diesem Fall ist es ja einfach, ich habe hier eins, das Doppelte ist zwei, das Doppelte ist vier, das Doppelte ist acht, das Doppelte ist 16 und so weiter und so fort. Aber das müssen wir irgendwie in eine Formel fassen, damit wir bei solchen Wachstums- und Zerfallsprozessen was Allgemeingültiges haben. Das geht einfach praktischer. Praktisch insofern, dass ich sage, ich habe eine Menge, eine Ausgangsmenge, und diese Menge, in diesem Fall, wächst sie. Das heißt, die nehme ich mal 2. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt hier dieses mal 2, sagt, die verdoppeln sich. Würden 3 draus entstehen, würde ich mal 3 nehmen. Und wenn ich jetzt sage, ich, naja, Menge mal 2, das hätte ich nach einem Tag so und so viel, und dann nehme ich wieder Menge mal 2, dann müsste ich viel zu viel schreiben. Wir ahnen das schon. Ich nehme ganz einfach als Exponenten die Zeit. Und zwar die Zeit, in der die sich verdoppeln. Ich mache das jetzt hier mal ganz einfach. Und zwar, ich sage zum Beispiel, ich habe 8 Tage. Und ich will mal sehen, wie viel sind danach entstanden, wie viele Bakterien. Die Formel, die entwickeln wir dann noch ein bisschen perfekter. Ich habe also 8 Tage. Und teile diese 8 Tage oben im Exponenten durch die Zeit, wo dieser Verdopplungsprozess stattfindet. Das ist in diesem Fall ein Tag. Jetzt kann ich die Tage natürlich kürzen, aber weshalb sich das lohnt, mit diesen Tagen oder mit der Zeit oder mit irgendwelchen Dingen so ausführlich zu arbeiten, werden wir dann gleich sehen. Die Rechnung dafür ist jetzt wieder einfach. Ich sage, naja gut, die Menge wäre hier die Ausgangsmenge, eine Bakterie, einem B, mal 2 hoch und hier d und d kürzt sich und 8 durch 1 ist 8, 2 hoch 8. Das kann man dann in den Taschenrechner eintippen, wenn man es nicht weiß. Wir können es mal so versuchen. Man zählt da einfach mit den Fingern und sagt 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, mal 2 ist 32, mal 2 ist 64, mal 2 ist 128, mal 2 ist 256 Bakterien entstehen nach dieser Zeit. Jetzt nehmen wir diesen Fall nochmal anders an und das mache ich mal in grün. Nehmen wir mal an, dieser Teilungsprozess würde innerhalb von einem Dritteltag stattfinden. Also ein Dritteltag. Jeder jetzt nach einem Dritteltag, das wären also 8 Stunden, ne? Nach einem Dritteltag, nach einem Dritteltag und so geht das immer weiter. Und ich möchte wissen, nach, was ist nach, meinetwegen 6 Tagen passiert. Dann probiere ich das Beispiel wieder so, dann sage ich, okay, eine Bakterie, die fülle ich in die Nährlösung, die verdoppelt sich, deswegen die 2. Und jetzt kommt der Nutzen dieser ganzen Geschichte, ich wollte es ja in grün machen, ich sage also, nach 6 Tagen geteilt durch ein Drittel Tag. Was entsteht da? Und wenn ich das jetzt hier aufdrisele, das Grüne, dann kann ich also sagen, das wäre eine Bakterie mal. Das ist ein Doppelbruch. Und was passiert? Ich muss sagen, 6 durch 1 durch. Durch heißt, die 3 kommt oben auf den Bruchstrich, heißt also 6 mal 3, das sind 18 Zerfallsprozesse. Jetzt habe ich die 2 vergessen, pardon. Mal 2 hoch 18. Und das muss man dann schon mit dem Taschenrechner ausrechnen, sonst rechnen wir uns hier einen Wolf. Dauert auch zu lange. Wird auch zu groß. Und das dann Taschenrechner, tralala. So kann man es machen. Wo steckt der Nutzen? Nochmal. Unter dem Bruchstrich kommt genau die Zerfallsperiode. Und ich kann dann über den Bruchstrich
ganz beliebige Dinge einsetzen. Nehmen wir einen Dritteltag mal anders, und zwar sagen wir zu einem Dritteltag, ich mache das mal hellgrün, 24 Stunden durch 3, das wären also 8 Stunden. Ne? 8 Stunden, 8 Stunden, 8 Stunden und so weiter. Und ich rechne die gleiche Aufgabe nochmal mit entsprechend anderen Zahlen. Also ich sage wieder, eine Bakterie verdoppelt sich. So, jetzt kommt unter den Bruchstrich, mal sehen, hellgrün, kommt unter den Bruchstrich in 8 Stunden. Und ich möchte aber 6 Tage haben. Wenn ich jetzt hier oben 6 Tage drüber schriebe, dann könnte ich nicht kürzen. Dann würden mich nämlich die Stunden und die Tage würden mich stören. Ich könnte hier oben keinen sauberen Exponenten bilden. Demzufolge muss ich entweder hier unten wieder einen Dritteltag draus machen oder ich muss hier oben lauter Stunden draus machen. Machen wir mal 6 mal 24, das wären 144 nach 144 Stunden. Das ist ein anderer Ausdruck für 6 Tage. Habe ich das richtig gerechnet? 6 mal 4? Doch, ja. Und jetzt kann ich wieder kürzen. Ich muss das mal vergrößern hier. Das hier, diesen Exponenten, mache ich mal eine Nebenrechnung. Also Nebenrechnung hieße in diesem Fall 144 Stunden geteilt durch 8 Stunden. Und jetzt sieht man kann die Stunden kürzen und ich habe einen sauberen zahlenmäßigen Exponenten, mit dem man rechnen kann. Genau das würde passieren. Ich käme dann wieder auf das gleiche Ergebnis und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist bis dahin erstmal klar soweit. Ich mache mal eine kurze Pause für Fragen. So, kommen wir zum Zerfall. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe es angesprochen, es gibt auch eine Lösung dafür. Und ich zeige mal eine ganz einfache Variante. Nehmen wir mal an, ich habe in einer Petrischale, vorher hatte ich noch eine Nährlösung drin und ich habe da irgendwas, meinetwegen 64 Bakterien drin. Und die 64 Bakterien, die fütter ich nicht. Und jetzt fangen die an, sich selber aufzufressen. Weil das sind eben kannibalistische Bakterien, ist auch nicht weiter schlimm. Und zwar immer so, dass die nach einem Tag ist nur noch die Hälfte. Ist die Hälfte da? Vorhanden, schreibe ich mal lieber. So, dann müsste ich wieder sagen, ich habe eine bestimmte Ausgangsmenge, das wären die 64 Bakterien. Und ich sage jetzt nicht, ich teile durch irgendwas, sondern ich nehme diesen Wachstumsfaktor. Den lasse ich ganz einfach auf 1,5 gehen. Ich sage einfach 0,5. Ich könnte auch 0,5. Ich schreibe mal 0,5 hin. Das sieht einfacher aus. Ich sage einfach 0,5, weil die sich ja halbieren. Ne? Nach einem Tag ist nur noch die Hälfte vorhanden. Und jetzt kommt das Gleiche. Ich sage also, ich möchte mal wissen, was passiert nach 3 Tagen. Dann sage ich einfach, das ist hoch. Und jetzt 3 Tage, die Zeit, die ich suche, und einen Tag, in dem sie sich aufgefressen haben. Sodass die Hälfte entstanden ist. Das wäre hier das typische Beispiel. Also für Menge schreibe ich dann einfach 64 Bakterien. 64 Bakterien und jetzt mal 0,5 hoch 3. Ach ja, ich sage noch Tage und schreibe Stunden hin, ich Trottel. Also, jetzt sauber geschrieben, da sich ja hier die Ds und die 1, das ist dann überflüssig, die haben sich gekürzt, heißt das, das sind 64 Bakterien mal 0,5 hoch 3. So, und das kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen und das machen wir jetzt mal ganz schnell. Macht's mal. Natürlich, wenn man das jetzt ganz cool überlegt und sagt, erst habe ich 64, die fressen sich auf nach einem Tag zu 32, die fressen sich nach dem zweiten Tag auf zu 16 und nach dem dritten Tag müssen es 8 sein, dann muss das beim Taschenrechner-Tippen auch passieren. Ich muss hier 8 rausbekommen. Das ist eine kleine Tippübung. Das Blöde ist an den Taschenrechnern, bei Casio geht es relativ leicht, bei Texas Instruments geht es manchmal ein bisschen umständlich, um die Ecke zu rechnen. Da muss man sich dran gewöhnen. Da kann ich nur empfehlen, allen Leuten, die mit Taschenrechner dann solche Aufgaben rechnen wollen, einfache Aufgaben mal selber einzutippen, um sich an die Tippordnung zu gewöhnen. Die ist bei jedem Taschenrechner anders. Das sind also 8 Bakterien. So, jetzt kann ich das ganze Beispiel wieder, jetzt komme ich wieder zu diesem Zeit. Exponenten. Jetzt könnte ich auch sagen, die zerfressen sich innerhalb von 0,2 Tagen. Puh, ist doch egal. Ich muss ja nicht alles in Minuten und Stunden grundsätzlich ausdrücken. Also zweites Beispiel. Zweites Beispiel sähe dann so aus. Ich hätte 64 Bakterien. Die zerfressen sich immer so, dass nur die Hälfte entsteht. Und zwar die Hälfte entsteht nach 0,2 Tagen. Und ich möchte wissen, was nach. Was nach 3 Tagen da ist.
Gucken, d, jawohl, steht da. Ich kann die Exponenten kürzen. 3 durch 0,2. Das ist so wie 30 durch 2, das ist 15. Also 0,5 hoch 15. Und jetzt kommt ein überraschendes Ergebnis. 64 Bakterien mal 0,5 hoch 15. Jetzt bin ich mal gespannt. Tippt mal. Ja, und jetzt kommt rein rechnerisch, kommt nämlich ein Sechzehntel Bakterie raus, aber das wird nicht gehen. Also da ist immer der gesunde Menschenverstand gefragt, das heißt, das muss ein praxisgerechtes Ergebnis sein. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Das ist ja, ach, das ist ja voll verwirrend, ein Sechzehntel Bakterie. Ab wann ist denn eine Bakterie da? Und was können wir jetzt machen mit der Gleichung? Jetzt schauen wir uns die Gleichung nochmal an. Jetzt sagen wir, wann ist nur noch eine Bakterie da? Bei diesen 0,2 Tagen und so weiter und so fort. Jetzt kommt die große Frage. Also, wir schreiben 64 Bakterien mal 0,2, 0,5 hatten wir gesagt, die wollten sich ja halbieren, hoch. Und jetzt fragen wir, wann ist das soweit? X geteilt durch 0,2 Tage ist gleich eine Bakterie. Meine Damen und Herren, was müssen wir machen? Natürlich, erster Schritt. Durch 64 Bakterien. Dann sieht die nächste Zeile schon ein bisschen übersichtlicher aus. Dann heißt es 0,5 hoch x durch 0,2d ist gleich 1b durch 64b. Die b's kürzen sich. Das ist gut. Das ist eine schöne, das ist eine schöne Kontrolle, ob wir richtig rechnen. Und wie komme ich jetzt aber hier weiter? Was muss ich hier machen? Genauso ist es. Wir logarithmieren. Wir nehmen wieder einen Zähler-Logarithmus. Nee, heute nehmen wir mal einen natürlichen Logarithmus. Wir müssen bloß immer auf beiden Seiten den gleichen Logarithmus hinschreiben. Ln nehmen wir jetzt mal. Dann steht hier ganz locker Ln 0,5 hoch x durch 0,2d ist gleich ein 64. Wunderschön. Nach alter Lesart machen wir das jetzt so weiter, wie wir es vorhin schon getan haben. Wir schreiben x geteilt durch 0,2d eiskalt nach vorne, sodass hier ln 0,5 danach steht und hier ln von 1/64 steht. So, jetzt wird es leichter. Wir teilen durch. Nö, wir machen, ich zeige mal was. Das kennt ihr, das geht schneller. Wir nehmen mal 0,2d und teilen durch ln 0,5. Ne, da haben wir auf einen Schlag alles weg. Dann steht x alleine und dann steht hier ln von 1/64 mal 0,2d durch ln 0,5. Und das können wir jetzt endlich mit dem Taschenrechner ausrechnen. Achtung, am besten erst die Logarithmen durcheinander teilen, dann zum Schluss mal 0,2d nehmen. Und das Schicke ist, wir kriegen ein Ergebnis, da steht hinten Tage. Wir haben also gleich die richtige Zeiteinheit raus. Tippt es mal bitte ein. Wenn man das jetzt richtig eingetippt hat, ich empfehle, ich mache das mal in Rot. Ich empfehle wie folgt einzutippen. Ln, Klammer auf, 1 durch 64, Klammer zu. Dann geht das bei jedem Taschenrechner. Dann kann ich weiter mal 0,2, das D natürlich nicht. Und dann kann ich durch ln 0,5 teilen. Dann komme ich auf jeden Fall auf ein sauberes Ergebnis. Also beim Tippen immer ein bisschen vorsichtig, lieber eine Klammer setzen. 1,2 Tage. Naja, nebenbei gefragt, wie viel ist denn 0,2 Tage? 0,2 mal 24 Stunden, ne? 0,2 mal 24 Stunden, dann hätte ich also 4,8 Stunden. Einen Tag und 4,8 Stunden, dann hat sich's erledigt. Okay, noch Fragen? Jetzt kommt noch eine ganz verrückte Geschichte. Das ist eigentlich nur noch mal eine Kontrolle. Ist dann das Thema verstanden? Was ist denn, wenn ich Folgendes schreibe? Ich schreibe eine Menge mal 1 hoch 0,4 Tage durch 0,1 Tag ergibt wie viel? Was habe ich jetzt gekonnt? Eben, ganz genau, ich kann mich hier anstrengen, wie ich will. 1 hoch 4 steht dann da. Ist das noch ein Wachstums- oder Zerfallsprozess? Nee. Also wenn 1 da steht, ist es Quatsch, ne? Wenn 1 da steht, ist es Blödsinn. So, wir haben es jetzt fast geschafft. Jetzt nochmal ein paar Verständnisfragen dazwischen.
Machen wir uns jetzt noch folgenden Spaß. Wir nehmen mal Folgendes an. Und zwar, Jesus Christus wurde vor 2014 Jahren geboren. Ich gucke auch noch auf die Uhr. Also, naja. Und nehmen wir mal an, es hätte früher schon eine Sparkasse gegeben und Sparbücher. Und es wäre jemand so nett gewesen und hätte gesagt, komm, mein lieber Jesus, auf dass du später viel Geld haben wirst. Ich gebe dir 1 Euro aufs Sparbuch und die Sparkasse ist ja Kumpel und zahlt Zinsen. Das heißt also, nehmen wir nur 2%. Der Wachstumsfaktor beträgt fast 1, also 1,02. Und wir gucken nach 2014 Jahren mal auf dein Sparbuch. Ich bin mal gespannt, wie viel du dann hast, lieber Jesus. Tipp mal das ein. So, also wenn man da den Taschenrechner bemüht, dann sagt er, das ist 2,09288771. Manche Taschenrechner werden vielleicht noch ein paar Stellen ausgeben, mal 10 hoch 17 Euro. Jetzt hatte ich gerade gesagt, ich wäre geizig und würde auch gerne die restlichen Stellen haben wollen, denn das wäre schon drastisch. Zählen wir mal ab. Das wäre jetzt, ich mach's mal ganz rund, das wäre rund. Jetzt bin ich großzügig, ne? 2 mal. Und jetzt kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Stellen. Jetzt muss ich mal einen Farbstift zur Hilfe nehmen. Jetzt habe ich es blöd geschrieben. 1000, Millionen, tak, 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 Milliarden, Billionen. Billiarden, 200 Billiarden Euro. Na gut. Jetzt mal eine Kontrollaufgabe, liebe Leute. Jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich wäre geizig. Ne? Hier hinten die Stellen, ob ich 5 Millionen mehr habe oder nicht, ist schon bedeutsam. Jetzt machen wir mal eine Kontrollaufgabe. Jetzt nehmen wir mal an, wir denken an unsere Enkel und sagen in einer gewissen Zeit, mache ich die zum Millionär. Wir legen heute 100 Euro an. 100 Euro. Mehr als 2% Zinsen werden wir über die ganze Zeit nicht erwarten können. Ist gleich 1 Million. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Euro. Rechnet das mal aus. Also um hier ranzukommen, um hier diese Aufgabe lösen zu können, muss ich erst durch 100 Euro teilen. Dann wird es leichter. Das heißt, ich nehme hier zwei Nullen weg, dann habe ich noch 10.000. Aber Euro durch Euro, ich habe nichts mehr, ist gleich 1,02 hoch x. Logarithmieren. Und wir kriegen raus dann nach allem, ich lasse jetzt das Restliche mal weg, 465 Jahre. Ne? Also wenn man 465 Jahre. 465, okay, lassen wir es noch ein Jahr länger liegen, dann haben wir eine Mille. Wäre schon verrückt. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Aber unsere Ur-Ur-Ur-Urenkel, nach 400 Jahren, da haben wir ja etliche Generationen durch. Ne? So 5, 6 Generationen sind da durch. Da werden sie sagen, unser Ur-Ur-Ur-Opa oder Oma, das war ein lieber Mensch. Also freut mich sehr. Eine Frage, ob dann 1 Million noch 1 Million wert sind? Ich glaube es auch nicht. Gut, Damen und Herren, noch irgendwelche Fragen? Oder kann ich abschließen? Abschließen? Okay.